Für weiteren Ultras-Content der Schweizer Szenen schaut doch mal bei Swiss Ultras Tradition vorbei. Gestern wurde von der KKJPD bekannt gegeben, dass das Kaskadenmodell in den Schweizer Fußballstadien ab nächster Saison eingesetzt wird. Jedoch wurde nur ein Tag zuvor von der Liga und den Clubs der ersten zwei Ligen einstimmig beschlossen, sich nicht mit der KKJPD auf eine gleiche Stufe zu stellen und somit nicht eine gleich schlechte Fan-Massnahmen zu akzeptieren. Gleichwohl interessierte das die Sicherheitsbehörden nicht. So wird ab nächster Saison Kollektivstrafen zum Mittel des Zweckes. Gestern Nachmittag wurde dann so auch zur feierlichen Versammlung der Repressionsbehörden eingeladen. Man wollte hier die Repressionmaßnahmen feierlich einführen. Wie schon gesagt, wurde diese Feier gestört, denn die KKJPD stellte sich vor, dass die Liga, Clubs und Sicherheitsbehörden zusammen das Kollektivstrafenpaket beschließen. Weil die Liga und die Clubs sich jedoch gegen die Maßnahmen seit vorgestern ausgesprochen haben, kam dann auch noch zu Diskussionen. Während sich Karin Kaiser-Frutschi und Frédéric Favre in lobpreisenden Reden über das Repressionspaket unterhielten, wurden sie vor allem von Claudius Schäfer zerpflückt. Was jedoch viel schlimmer ist, sind die Maßnahmen, die ab der nächsten Saison werden gelten. Die allgemeine Argumentation, dass Gewalt um Fußballstadien schlimm sei, ist schon im Grunde falsch. Denn bei Fußballspielen kommen viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Meinungen aufeinander. Wenn viele Menschen aufeinander treffen, kann es immer zu Meinungsverschiedenheiten kommen und so im schlimmsten Fall zu einem Schlagabtausch. Das gilt nicht nur um Fußballstadien, sondern auch um Volksfeste oder um Demonstrationen. Die Behauptung ist daher vollkommen falsch. Dass ab nächster Saison Videoüberwachung und Kollektivstrafen ausgeweitet werden, ist ein Schuss in die falsche Richtung. Denn Fahngewalt ging in den Jahren zurück. Jetzt die Fans und Clubs dafür zu bestrafen, dass sie jahrelang harte Zusammenarbeit gemacht haben und somit die Fahngewalt massivst konnten drosseln, ist ein Schritt, den wir von Szenen Schweiz nicht verstehen. Es würde uns auch nicht wundern, wenn jetzt die Fahngewalt sogar zunehmen wird, denn die Arbeit der KKJPD ist nur mit Repression und Kollektivstrafen verbunden und nicht mit Prävention. Zudem sollen auch personalisierte Tickets eingeführt werden. Sobald sich die Kurven zu dem Vorfall gestellt haben, werden wir euch weiter informieren. Folgt uns für mehr.